Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein lang ersehntes TradeRepublic Depot Update. Mein letztes TradeRepublic Depot Update liegt ja schon etwas zurück. Wir hatten ja die Weihnachtstage und die Neujahrstage und ich hoffe natürlich, dass ihr alle trotz der Umstände schöne Weihnachten und ein schönes schönen Rutsch ins neue Jahr hattet. Heute haben wir mal ein etwas interessanteres Depot-Update, würde ich jetzt einfach mal so sagen, denn wir haben oder ich werde mit euch insgesamt meine letzten Investitionen durchgehen, die sich auf 600 Euro belaufen, was für mich dann doch schon relativ viel Geld ist, was ich da investiert habe. Ja, ich hoffe natürlich, ihr interessiert euch dafür, was ich so für Investitionen getätigt habe. Ich zeige euch natürlich auch noch am Ende, was ich so für Dividenden bekommen habe und was so allgemein mein Schlachtplan oder meine Strategie für dieses Depot ist. Ganz wichtig am Anfang möchte ich nochmal sagen, das ist alles nur meine persönliche Meinung, das ist nur meine persönliche Strategie und das soll in keinstem Sinne irgendeiner Weise nach einer Anlageberatung oder sonstiges sein. Wenn ihr selber investieren wollt, informiert euch immer sehr, sehr ausführlich über die Aktien oder ETFs, in die ihr rein investieren möchtet, denn ihr handelt ja wirklich mit eurem echten Geld. Gut, vorab möchte ich natürlich auch nochmal appellieren, falls ihr noch nicht diesen Kanal abonniert habt, dann abonniert doch jetzt sehr, sehr gerne den Kanal und aktiviert am besten auch die Benachrichtigungsglocke, denn ich lade Sonntag auch wieder ein sehr, sehr interessantes Video für euch hoch, in dem ich euch alle meine Einnahmen der gesamten YouTube-Laufbahn von diesem Kanal hier zeigen werde. Und außerdem könnt ihr natürlich auch sehr, sehr gerne dieses Video liken, das wird mit dem YouTube-Algorithmus sehr weiterhelfen. Und falls ihr immer up-to-date bleiben wollt, also wirklich tägliche Depot-Updates bekommen wollt und vielleicht auch täglich was von mein Leben hören wollt oder auch meine YouTube-Einnahmen wöchentlich sehen wollt, dann abonniert sehr, sehr gerne mal meinen Zweitkanal. Den habe ich euch hier oben natürlich auch verlinkt. Da lade ich dann tägliche TradeRepublic Depot-Updates hoch und auch wöchentliche Einnahmen-Updates und quatsche mal so kurz am Anfang ein bisschen mit euch und sagst, wie mein Tag war und sonstiges. Also falls ihr euch dafür interessiert, sehr, sehr gerne auch mal vorbeischauen, auch ein Abo dalassen. Dann war das jetzt auch genug für den Anfang. Starten wir direkt mal rein ins Depot-Update. Ich werde euch wie immer hier das Depot-Update oder das Depot halt einblenden von meinem Handy und hoffe natürlich, ihr bleibt bis zum Ende dran, um nichts zu verpassen. So, dann starten wir direkt mal in mein Depot rein. Wir sehen hier schon im Wochenupdate, dass diese Woche nicht so gut verlaufen ist. Wir sind mit 1,69% im Minus. Das wären dann insgesamt 75 Euro tatsächlich im Minus diese Woche, was dann natürlich nicht ganz so berauschend ist. Wir sehen, dass wir am Anfang der Woche ziemlich stark abgefallen sind. Da werde ich gleich auch noch genauer drauf eingehen, denn auch gerade da habe ich dann noch zum Beispiel Coca-Cola und den MSCI World nachgekauft und sehen hier, dass wir im gesamten Wochenverlauf allerdings auch nicht wirklich viel besser performt sind. Wir können uns dann nochmal den gesamten Monat anschauen. Da sehen wir auch sehr, sehr anschaulich, dass am Anfang des Monats jetzt nicht so viel passiert ist. Also immer ein Aufwärts und ein Abwärts. Wir dann angestiegen sind und dann aber rapide wieder abgefallen sind. Aber gesamt im Monat immer noch im Plus sind mit 41 Euro, was dann 0,6% wären. Und maximal bin ich dann 12,38% noch im Plus. Das wären 482 Euro, das ist natürlich eine sehr stattliche Summe und damit kann man mehr als zufrieden sein. Also ich möchte mich da in diesem Sinne auch gar nicht beschweren. Außerdem sehen wir, dass der Depotwert momentan aktuell bei 4.384 Euro circa liegt. Also auch schon auf jeden Fall ein deutlich höherer Depotwert als noch vor einem Monat. Ich möchte das außerdem auch beibehalten für dieses Jahr, da ich ja auch jetzt regelmäßigere YouTube-Einnahmen bekomme, dass ich dann auch regelmäßiger investiere und wahrscheinlich auch noch Sparpläne anlegen werde auf diverse Dividendenaktien. Aber das werdet ihr natürlich alles hier mitkriegen. Gut, schauen wir uns mal den MSCI World im Wochenverlauf an. Mittlerweile habe ich davon 20 Anteile oder um genauer zu sein 20,8125 Stück. Der MSCI World ist diese Woche noch ziemlich gut performt. Wir sehen hier den Einbruch natürlich am Montag, wo ich dann auch nachgekauft habe, aber sehen dann, dass wir diese Woche ständig und schön weiter nach oben wachsen mit 2,53% diese Woche, was 1,18 Euro wären. Damit kann man mehr als zufrieden sein und das bin ich auf jeden Fall auch. Hier sehen wir Coca-Cola als zweitgrößte Position. Diese Position habe ich nachgekauft, also ich habe mir neue Aktien davon gekauft. Ich werde euch nachher auch noch am Ende genauer sagen, welche Aktien ich oder wie viele Aktien ich nachgekauft habe und auch zu welchem Kurs. Momentan ist die Position Coca-Cola bei mir
902,66 €. Das ist schon eine stattliche Größe, wie ich sagen würde. Wir gehen jetzt mal da drauf und schauen uns den Wochenverlauf an, der bei Coca-Cola leider nicht so gut ist. Wir sehen hier den Abfall am Montag, war das, meine ich, und sehen dann aber auch, dass die Aktie immer weiter und weiter gefallen ist. Also ich hätte vielleicht auch noch ein bisschen warten sollen mit dem Kauf der Aktie, aber das kann man ja im Nachhinein immer schön sagen, aber vorher weiß man das leider nie. Wenn man das vorher wissen würde, wäre man wahrscheinlich Milliardär. Gut, wir sehen hier, dass wir mit 8,52% im Minus sind diese Woche, was 3,82 € wären. Das ist schon ein stattlicher Abschlag, den man da quasi kassiert hat. Aber, also Coca-Cola ist und bleibt für mich auch ein langfristiger Dividendenaristokrat bzw. Dividendenkönig. Also von dieser Aktie erwarte ich mir auf lange Frist von 20 bis 30 Jahren immer regelmäßige schöne Dividendenzahlung. Und deshalb ist das auch der Hauptgrund in meinem Depot. Wir gucken uns jetzt mal die drittgrößte Position an, die ich nicht nachgekauft habe, aber womit ich trotzdem insgesamt über 100 € im Plus bin, und das wäre Microsoft. Von Microsoft habe ich mittlerweile oder immer noch 3 Anteile und bin damit auch insgesamt sehr gut im Plus. Allerdings sehen wir hier im Wochenverlauf auch, dass die Aktie am Anfang der Woche stark abgefallen ist und dann ein bisschen stagniert hat, aber dann weiter runter und runter gefallen ist. Momentan sehen wir jetzt dass der Kurs sich wieder mehr oder weniger erholt, möchte wieder nach oben und haben hier wieder Aufwärtspotenzial, sind aber immer noch 3,68 €, also 2% in dieser Woche leider im Minus. Aber auf maximale Sicht erhoffe ich mir auch bei Microsoft natürlich Dividenden, wahrscheinlich auch noch Dividendenerhöhungen, auf jeden Fall in den nächsten Jahren auch signifikante Erhöhungen vielleicht, aber vor allem auch das Kurswachstum, denn Microsoft ist wirklich eine sehr, sehr gut wachsende Aktie in der Vergangenheit gewesen und meiner Meinung nach auch in der Zukunft, und ist natürlich auch, ich glaube, die größte Position im MSCI World von iShares, und Apple ist, glaube ich, auch die zweitgrößte Position. Also bei mir sieht man jetzt, dass Microsoft und Apple die dritt- und viertgrößte Position sind, also auch relativ wichtig bei mir im Depot gewichtet sind. Wir sehen auch vor allem bei Apple, dass ich da insgesamt 185 € im Plus bin, was ein sehr, sehr stattlicher Betrag ist. Also ich habe damals wirklich Apple zu einem genialen Zeitpunkt gekauft. Ich glaube, besser hätte man es fast gar nicht kaufen können, außer hätte man eine Aktie von Anfang an gekauft. Ich habe 4 Stück von Apple. Wir sehen den Wochenverlauf auch, wie er abgefallen ist. Es ging dann bergab, ging dann wieder ein bisschen bergauf, aber in der Mitte der Woche hatten wir dann unser Tiefpunkt und arbeiten uns jetzt wieder leicht hoch, sind aber im Wochenverlauf dann immer noch leider im Minus mit 0,66%, was dann ca. 70 Cent wären. Gut, die nächste Position, die fünftgrößte Position in meinem Depot wäre 3M. Von 3M habe ich 2 Anteile, momentan sind die 278 € wert. Ich habe 3M tatsächlich auch gekauft mit dem Hintergrund, dass es ein sehr, sehr stabiler Dividendenaristokrat für mich sein soll oder auch dauerhaft, weil ich halt einfach auch von dem Geschäftsprinzip mehr oder weniger oder von dem Geschäftsmodell auf jeden Fall überzeugt bin, auch wenn es vielleicht momentan nicht so optimal laufen sollte. Ich hatte da auch schon den ein oder anderen Kommentar zu bekommen, warum ich diese Aktie kaufen würde. Ich finde auch immer ganz wichtig, also meiner Meinung nach kaufe ich auch lieber Aktien, wenn es quasi ein kernsolides Unternehmen ist, ist es für mich zum Beispiel bei 3M, aber vielleicht gerade nicht so viele Leute dieses Unternehmen kaufen wollen würden oder vielleicht die Zahlen vielleicht nicht so optimal sind, kaufe ich lieber an so einem Zeitpunkt, warte dann 10 Jahre ab, bis es den Unternehmen wieder blendend geht, anstatt dann zu kaufen, wenn gerade alle Kurse auf dem Allzeithoch sind, genau wie ich das momentan mit dem Bitcoin auch nicht so ganz nachvollziehen kann. Dass alle Leute jetzt Bitcoin kaufen wollen, obwohl der halt auf einen Punkt ist, der einfach viel höher ist als die letzten Jahre, und die letzten Jahre hat sich keiner dafür interessiert und jetzt wollen alle Leute Bitcoin kaufen. Verstehe ich nicht ganz, aber ist ja okay. Gut, wir sehen ja auch bei 3M am Anfang der Woche abgefallen, dann wieder angestiegen und dann halt wieder abgefallen und steigen jetzt langsam wieder im Kurs. Damit bin ich 3,56 € pro Aktie im Minus momentan. Gut. Aber alles noch im grünen Bereich, weil es ja langfristig bei mir. Von Johnson & Johnson habe ich 2 Anteile, die 263 € jetzt Gesamtwert sind. Damit bin ich 21 € insgesamt im Plus oder 21,56 €
Cent. Und der Wochenverlauf von Johnson & Johnson ging tatsächlich montags auch bergab, aber hat sich dann die Woche sehr, sehr, sehr solide wieder hochgearbeitet. Da bin ich jetzt die Woche mit 2,44% im Plus, was dann 3,12 Euro wären. Also wo man wirklich solide auf jeden Fall mit zufrieden sein kann. Und damit möchte ich mich auch überhaupt nicht beschweren. Also die Aktie ist sehr, sehr gut gelaufen diese Woche. Realty Income habe ich auch nachgekauft, werdet ihr auch gleich sehen, werde ich euch auch sagen, zu welchem Kurs. Für mich ein sehr, sehr interessantes Unternehmen an sich, ein REIT, der Immobilien kauft, diese vermietet und dann 80-90% des Free Cashflows ausschüttet an die Aktionäre und das monatlich. Also die haben sich, glaube ich, auch patentieren lassen oder markenrechtlich schützen lassen, den Namen The Monthly Dividend Company, also die monatliche das Unternehmen, was monatliche Dividende ausschüttet. Und das ist wirklich auch sehr schön im Depot zu sehen, einen konstanten Cashflow zu haben. Meiner Meinung nach kann man das so ein bisschen vergleichen mit einer Immobilie. Ist natürlich noch ein viel höheres Risiko, weil man hier quasi in eine Aktie investiert oder in einen REIT, anstatt selbst die Immobilie zu erwerben. Aber so kann man wenigstens schon mal in kleinen Schritten, finde ich, an die Materie rangehen und monatlichen Cashflow aufbauen. Gut, ich bin momentan diese Woche damit 6,59% im Minus, was dann in 3,39 Euro wären. Also wir sehen hier, dass sie stark abgefallen ist, die Aktie momentan. Ich muss dazu aber sagen, weil Realty Income ja natürlich auch viele Immobilien hat, die vielleicht momentan in einer leichten Krise stecken. Aufgrund der aktuellen Situation bin ich mir dann doch sicher, dass auf lange Sicht die Aktie sich auf jeden Fall wieder erholt und sehr, sehr gut weiterläuft, denn die aktuelle Situation, wie sie jetzt ist, wird ja höchstwahrscheinlich, wenn alles so läuft wie geplant, dieses Jahr sich auf jeden Fall im Laufe des Jahres bessern. Gut, Procter & Gamble, davon habe ich 2 Stück, aktueller Wert ca. 228 Euro und auch damit bin ich diese Woche ja noch im Plus gegangen. Wir sind Montag abgefallen, haben uns dann aber solide wieder hochgekämpft, sind dann wieder kurz eingebrochen, aber jetzt wieder an einen sehr, sehr schönen Punkt. Also diese Woche mit 0,32% im Plus ist nicht gerade viel, aber ist sehr schön, damit im Plus allgemein zu sein. Die Allianz, die habe ich ja auch gekauft oder einen Anteil gekauft und war ja auch lange bei mir Minus. Damit bin ich jetzt 17 Euro im Plus, bin ich mehr als zufrieden. Auch ein Dividendenaristokrat, wo ich mich auch sehr, sehr auf die Dividende freue. Denn die Allianz, die schüttet ja nur einmal im Jahr aus, weil es ein deutsches Unternehmen ist. Allerdings dafür dann natürlich einen höheren Wert quasi oder schüttet dann dafür mehr auf einmal aus und da kann man sich dann drauf freuen. Wir sehen hier, dass die Allianz am Anfang der Woche auch eingebrochen ist, wie fast alle Aktien bei mir im Depot und dann aber sehr, sehr solide wieder nach oben geschossen ist und diese Woche mit 2,18% im Plus ist, was sehr, sehr schön ist. Gut, 4,35 Euro sind wir damit im Plus und schauen uns jetzt mal McDonald's an, die momentan nicht so gut performt allgemein oder lange bei mir Minus ist und die Aktie ist auch am Anfang der Woche, also McDonald's, extrem abgefallen, sehen dann kurz länger stagniert, mehr oder weniger ein bisschen hoch, ein bisschen runter, aber nicht viel passiert und dann hier wieder angestiegen und jetzt wieder stagniert, also wir können abwarten, aber sind diese Woche 1,25% im Minus, was 2,20 Euro dann im Endeffekt wären. Und als letzte Position, wovon ich auch noch gestern Dividende gekriegt habe, wäre Pepsi, wovon ich auch einen Anteil habe für 117 Euro, damit mich insgesamt ca. 1 Euro im Plus. Und diese Woche ist der Verlauf auch anfangs extrem abgefallen und dann leider auch weiter gesunken. Aber vielleicht sehen wir hier, dass wir uns ja wieder ein bisschen nach oben kämpfen können. 3,45% im Minus diese Woche, was 4,18 Euro wären. Was noch interessant ist, ist vielleicht der nicht investierte Betrag. Der beläuft sich momentan bei 15,48 Euro. Also nicht gerade viel, denn ich habe ja fast alles investiert. Gut, die einzige Aktie, die ich noch gerne vielleicht haben wollen würde, wäre die Unilever. Also da hatte ich ja schon länger überlegt, mir die mit reinzuholen. Ansonsten die anderen Werte werde ich wahrscheinlich in Zukunft mit Sparplänen besparen. Also ich habe ja mehr oder weniger sicheres Einkommen durch die YouTube-Ads, wenn das so weitergeht wie jetzt mit meinem Kanal. Deshalb möchte ich dann auch eher auf so gleichmäßiges Investieren über Sparpläne, in Dividendenaktien und die ETFs umschwenken, anstatt immer Einzelkäufe zu tätigen. Auch einfach, weil es
erstens einfacher ist und zweitens man auch nicht so durch die Kurse dann gelenkt wird. Denn was ich noch sagen wollte oder was ich noch anmerken möchte, ganz, ganz wichtig ist natürlich, auf TradeRepublic die App nicht zu quasi missbrauchen, um Aktien kurzfristig schnell zu handeln, zu kaufen, verkaufen. Gerade ist der Kurs da gut, ich kaufe mal das, hat mal das gehört. Das ist natürlich sehr, sehr gefährlich bei TradeRepublic, weil es so einfach ist. Aber wie ich euch ja in jedem Video predige, wenn ihr vernünftig und verantwortungsvoll damit umgeht, könnt ihr sehr, sehr günstig Aktien und ETFs kaufen und besparen. Und dafür ist die App gut geeignet und sehr gut. Ihr dürft halt nur nicht auf dieses kurzfristige Spekulieren oder auf diese Derivate und sonstiges zurückgreifen. Langfristig investieren, am besten in ETFs, wenn ihr wenig Ahnung habt. Und damit könnt ihr dann günstig investieren mit TradeRepublic. Alles andere ist sehr, sehr gefährlich bei der App. Aber das ist meiner Meinung nach, liegt das Ermessen von jedem selber. Gut, jetzt schauen wir uns noch mal kurz die... meinen Order Manager an und da ist nur der MSCI World Sparplan momentan drin mit 25 Euro pro Monat. Der wird auch für immer drin bleiben und bald kommen da wahrscheinlich dann noch weitere Sparpläne dazu. Und jetzt schauen wir uns noch mal kurz mein Profil an. Das heißt, wir schauen uns an, ja, was ich für Dividenden bekommen habe, was ich so für Aktien gekauft habe und allgemein die Werte. Also ich habe von Pepsi, also davon habe ich ja eine Aktie, 0,71 Euro, also 71 Cent Dividende bekommen am 8.1. Dann habe ich Realty Income am 4.1. gekauft zu einem Kurs oder zu einem Preis von 48,96 Euro, also etwas unter 49 Euro. Und das ist allgemein gesehen meiner Meinung nach ein sehr, sehr guter Kurs für die Aktie. Also ich habe da für 147 Euro drei Anteile gekauft oder drei Aktien gekauft. Dann habe ich noch den MSCI World am 4.1. Quasi nachgekauft. Vom MSCI World habe ich zwei Anteile nachgekauft, habe jeweils die Anteile zu einem Preis von 46,18 Euro gekauft. Auch der MSCI World auf Dauer wird sich der Preis auf jeden Fall oder wird der MSCI World meiner Meinung nach auf jeden Fall sehr rentabel sein. Dann habe ich Coca-Cola noch gekauft zu einem Preis, wo ich persönlich gedacht habe, dass er schon sehr, sehr gut ist. Und meiner Meinung nach auch sehr, sehr gut ist. Davon habe ich fünf Anteile gekauft zu einem Preis von 42,73 Euro. So, gut, jetzt haben wir es. Also meiner Meinung nach gute Kurse, zu denen ich da gekauft habe, auf Dauer gesehen für die nächsten 10, 20 Jahre, sind die da wohl auf jeden Fall gut. Wir sehen jetzt außerdem die Einzahlung von 400 Euro und der MSCI World wurde natürlich auch am 4.1. ausgeführt, denn das ist ja mein Sparplan, der immer automatisch ausgeführt wird. Dann sehen wir außerdem noch, dass ich am 30.12. eine Ausschüttung vom MSCI World bekommen habe, von all meinen Anteilen insgesamt für 2 Euro. Und 3 Cent habe ich da an quasi Dividende ausgeschüttet bekommen. Denn ich habe ja den ausschüttenden ETF und nicht den thesaurierenden. Gut, wir sehen hier dann außerdem, dass darunter, dass ich 3M gekauft habe, zwei Anteile zu einem Stückpreis von 143,28 Euro. Auf Dauer wahrscheinlich meiner Meinung nach ja auch ein guter Preis, sonst hätte ich es ja nicht gekauft, so wenn ich da nicht überzeugt von gewesen wäre. Außerdem sehen wir dann hier noch am 21.12. von Realty Income die 33 Cent monatliche Dividende, die sich dann im nächsten Monat auf jeden Fall auch noch erhöhen werden, weil ich ja neue Anteile gekauft habe. Gut, damit wären wir durch mit dem Portfolio-Update heute mit meinem TradeRepublic Depot-Update. Ich hoffe, euch hat das soweit gefallen. Wenn ihr selber ein TradeRepublic Depot euch eröffnen möchtet, dann schaut sehr, sehr gerne mal auch in meine Videobeschreibung rein oder hier oben. In das Video, da habe ich euch nämlich ein Video verlinkt, wie ihr euch Schritt für Schritt bei TradeRepublic anmelden könnt, was so für Schritte auf euch zukommen und was ihr beachten sollt. Und falls ihr mich unterstützen wollt, guckt gerne mal in meine Videobeschreibung rein. Da habe ich euch nämlich einen Link reingepackt. Wenn ihr euch über den Link bei TradeRepublic anmelden würdet, würdet ihr keinen Cent mehr bezahlen, würdet meinen Kanal aber extrem damit unterstützen. Dann hoffe ich natürlich, ihr habt das Video auch schon geliked und diesen Kanal abonniert. Heute war mal wieder ein etwas ausführlicheres Depot-Update mit etwas ausführlicheren Einblicken. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Und wenn ja, wenn euch diese Videos allgemein gefallen, dann schaut euch auf jeden Fall auch gerne am Sonntag das kommende Video an. Denn da gehe ich auf meine gesamten YouTube-Einnahmen von diesem Kanal in der gesamten YouTube-Laufzeit ein.
Gut, dann sehen wir uns am Sonntag wieder und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag.